ist so schön. Hallo, liebe Bücherdrachen und herzlich willkommen zu meinem Leserückblick aus dem vergangenen Monat. Ich habe im Oktober ein Buch gelesen, sowie einen Comic und 6 Bilderbücher. Wie immer packe ich euch alle Titel auch unten in die Infobox, wenn ihr direkt shoppen gehen wollt. Ihr könnt das über meinen Anytips-Link tun. Da kriegt ihr die Bücher direkt online bei Hugendubel, Thalia, wo auch immer und könnt mich unterstützen. Und ihr zahlt keinen Cent mehr! Okay, fangen wir an mit dem ersten Titel. Das ist die Dinosaurier-Therapie. Es geht um 2 Dinos, die miteinander reden und die Kompliziertheit des Lebens philosophieren. Also hier schon mal ein bestes Beispiel. Ich bin glücklich. Das ist gut. Ja, das ist gut. Aber auch verdächtig. Es ist sehr lustig, sehr zynisch. Manchmal denkt man auch nur so, oh Gott, ich fühle das halt alles so schrecklich schlimm. Und ich konnte einfach nur die ganze Zeit nicken und lachen und manchmal halt auch so, ja, richtig, machen. Ich fand es total gelungen, es hat mir super viel Spaß gemacht. Es ist ein klasse Comic-Titel, den man so verschenken kann. Vor allem an die Pessimisten unter uns. Passend zur Buchmesse hatte ich kurz vorher Dark Sigils, was die Magie verlangt, von Anna Benning gelesen. Und tatsächlich ist das auch der einzige Roman, den ich noch geschafft habe in dieser kurzen Zeit, weil nach der Buchmesse einfach nur alles hektisch war mit unserem Umzug hier und ich bis jetzt immer noch kein Buch in der Hand halten konnte. In dem Buch geht es um dunkle Magie und in einer Welt, in der Rain lebt. Und diese Magie kam vor 15 Jahren in unsere Welt. Das Buch beginnt mega spannend mit einem Magiekampf. Und mit diesen Sigils. Es können ganz verschiedene Sigils sein, die unterschiedliche Dinge auslösen, wie beispielsweise die Zeit anhalten. Und Rain will in dieser Arena, in dem Heptadome, mitmachen. Dann gerät aber alles außer Kontrolle und sie findet sich auf einmal in Intrigen zwischen Rebellen und Regierung wieder. Es ist klassisch dystopisch. Es gibt natürlich auch eine Love Story, aber vor allem ist es richtig, richtig spannend. Ich finde das Buch nicht nur wunderschön, mir hat es auch bis zur letzten Sekunde gefallen, weil Anna Benning einen Plot-Twist nach dem anderen raushaut und man wirklich nur da sitzt so, was? Und gerade das Ende macht so viel Bock auf Band 2 und ich kann es kaum erwarten zu erfahren, wie es mit den Dark Sigils weitergeht. Ja, weil ich nicht so wahnsinnig viel Zeit hatte, habe ich mir dafür mal einen Abend Zeit genommen, ein paar Bilderbücher zu lesen. Unter anderem Du Mama, wie weit ist die Welt? Von Sabine Bullmann und Emilia Czubak. Es geht um einen kleinen Kater, der fragt, Du Mama, wie weit ist denn jetzt die Welt? Und dass die Welt ganz schön groß und weit ist, versucht die Katzenmama zu erklären. Es geht hier wirklich darum, was man alles in dieser Welt sehen kann in unserer, wie weit der Himmel ist, was denn unter der Erde liegt. Also so ein bisschen ein Erklärbuch, was die Welt alles bietet. Aber es geht natürlich auch um die Beziehung zwischen Katze und Kind und es ist einfach nur süß. Ich liebe die Zeichnung von Emilia Czubak. Und dann habe ich mir noch angeschaut, Ich bin doch gar nicht gruselig. Das ist von Rahat Kadouji. Hier geht es um Fredo Fledermaus. Ja, und er möchte unbedingt neue Freunde gewinnen, aber alle finden ihn gruselig. Und das Allersüßeste ist, dass diese Fledermaus ein Hobby hat, und zwar backen. Er backt alles Mögliche, aber nie kommt jemand, weil er halt alle Schiss vor ihm haben. Und dann kommt das kleine Bärenmädchen Betty, die sich nämlich im Wald verirrt. Und vielleicht findet die Fledermaus so Freunde. Es ist einfach zuckersüß. Es geht halt um Freundschaft, ums Anderssein und vor allem darum, sich gegenseitig zu akzeptieren. Es ist einfach nur herzerwärmend und ihr sitzt da wirklich die ganze Zeit so, es ist so schön. Ein Buch, auf das ich mich schon ewig gefreut habe, ist Cat Scan von Lea Melcher. Lea hat das sogar selbst alles illustriert und nicht nur geschrieben, was ich unfassbar finde. Hier geht es um das Glück, Katzen zu haben. Und das finde ich sehr lustig, weil gerade als ich das Buch vorstellen wollte, kam Garfield rein. Es werden quasi hier Tipps gegeben von den Katzen. Zum Beispiel, nimm dir, was dir zusteht.
Und dann steht, wieso Katzen das so machen und warum man sich das von den Katzen abgucken soll. Ich finde, diese Weisheit von Katzen hat mir auch nochmal zu ein bisschen Ruhe geholfen, zu ein bisschen Gelassenheit. Es ist ein absolutes Buch für KatzenliebhaberInnen und das darf einfach nicht in der Bibliothek fehlen, wenn man eine Katze zu Hause hat. Außerdem verschlungen wurde Grimms schönste Märchen. Das ist illustriert von Martha Altes und nacherzählt von Ellie Wohlart. Wir haben hier drin die klassischen Märchen von den Grimms, Rotkäppchen, der Schuster und die Wichtel Hänsel und Gretel, die Bremer Stadtmusikanten und Aschenputtel. Also ein eher unbekannteres und vier eher bekanntere Märchen. Aber das Schöne ist, dass diese Märchen eben nicht eins zu eins so hier drin stehen, wie man sie kennt, sondern dass man versucht hat, so ein paar Reime zu finden. Wie beispielsweise, bring du ihr ein Körbchen mit Kuchen und Wein, dann wird sie schon bald wieder munterer sein. Und diese Reime ziehen sich eben durch die ganzen Geschichten. Dennoch ist es natürlich genauso wie bei den Grimms. Also an der Story hat sich halt jetzt nichts geändert. Was ich halt besonders schön fand, waren nicht nur eben diese Reime, sondern auch die Bilder dazu. Es macht einfach nur Spaß, in diesem Buch zu versinken und vor allem so ganz anders die Märchen nochmal zu erleben. Also für Märchenfans, finde ich, ist das auf jeden Fall etwas, woran man Freude finden wird. Und dann kommt jetzt noch dieses große Buch, was ich fast gar nicht ins Bild kriege. Nachts im Traum von Sonja Danowski. Das ist ein Haiku über die Traumwelt. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ein Haiku ist, das sind diese kleinen Gedichte, die Apollo in Percy Jackson immer aufträgt. Also, als ich schon die erste Seite aufgeklappt habe, wusste ich, dass ich mich in dieses Buch verlieben werde. Und genau so war es dann auch. Man hatte mal auf der einen Seite quasi den Text und auf der anderen dann die Bilder. Oder halt auch mal nur Bilder. Es geht ums Träumen mit diesen kleinen Gedichten. Es ist so unfassbar schön. Man findet sich selbst halt auch ein bisschen wieder. Und die Gedichte regen einfach die eigene Fantasie so krass an, dass man teilweise wirklich in diesen Bildern richtig heftig versinkt. Also ich habe gemerkt, wie ich beim Lesen einfach manchmal eine Minute auf dieses Bild gestarrt habe. Und ich finde, wenn das ein Bilderbuch schafft, dann ist es auf jeden Fall gelungen. Und das letzte Kinderbuch, das ich gelesen habe, ist Astronautenkinder von Natascha Berger und Anna Taube. Und hier geht es um die Einzigartigkeit. Wir reisen quasi durchs All und lernen die Astronautenkinder kennen. Und die sind jeder natürlich für sich einzigartig. Dieses Buch handelt von dem Thema Neurodiversität. Und ihr seht auch, wie schön das aufgemacht ist, wie so ein klassisches Bilderbuch. Ganz wenig Text und dann eben viele Bilder. Und es geht um Kinder im Spektrum unter anderem. Und vor allem, was ich auch schön finde, ist, dass dieses Buch ständig Fragen aufwirft. Also beispielsweise haben wir hier den Tagesplan von einem der Kinder. Und dann steht da drunter, wie sieht denn dein Tag aus? Magst du um 14 Uhr zu mir kommen? Ich finde, das ist ein Buch, was man nicht vielleicht beim Schlafengehen vorlesen sollte, weil es viele neue Fragen aufwirft. Es ist aber ein Buch, mit dem man sich mit dem Kind gut zusammensetzen kann und über diese Themen sprechen kann. Und das finde ich einfach nur wunderschön aufbereitet und ich finde, es sollte mehr Bücher über Neurodiversität geben. Und das war es auch von mir mit meinem Leserückblick. Ja, diesen Monat leider wieder nur ein Roman. Es ging einfach nicht mit der Buchmesse, dem Umzug, dann war ich jedes Wochenende weg. Also ich hatte kaum Zeit zum Lesen. Ich bin schon echt froh, dass ich überhaupt Dark Sigils vor der Buchmesse noch beendet habe. Und natürlich möchte ich auch wieder ein Highlight küren und das war für mich Cat Scan. Ich mag einfach Leas Art zu erzählen. Katzen, das war perfekt für mich. Schreibt mir doch jetzt mal in die Kommentare, was ihr zuletzt gelesen habt und ob ein Buch dabei war, das jetzt vielleicht auch euer Highlight war heute. Wie immer, folgt gerne auf Instagram rein, das hilft mir und meinen Kanälen zu wachsen. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, Bücherdrachen. Das hilft mir und meinen Kanälen zu... Das hilft. Es geht aber natürlich auch um diese Beziehung zwischen Kater und ich liebe die Zeichnungen vom... Wie beispielsweise... Bring du ihr ein Körbchen mit Kuchen und Wein, dann sind...